genau für solche Momente lohnt es sich aufzustehen. Wie oft sieht man schon die größte Seebühne der Welt im Schimmern des Morgenlichts? Guten Morgen, Österreich! Guten Morgen an diesem Freitag. Kurz nach 6:30 ist es und wir machen auf unserer Vorarlberg-Tour heute zum Schluss Halt in unserer Landeshauptstadt in Bregenz. Wir sind direkt am Hafen. Und wenige hundert Meter entfernt von unserem Studio, Sie haben es gerade gesehen, die größte Seebühne der Welt, der Bregenzer Festspiele. Und genau diese Bühne ist Ihr Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz unseres ersten Gastes, für den ich dich jetzt schon leider verlassen muss. Du wirst es mir verzeihen, sie ist bei uns Carmen-Darstellerin Lena Belkiner. Schönen guten Morgen, Lena. Guten Morgen. Wie geht's dir zu so früher Stunde? Schon ausgeschlafen? Nein, überhaupt nicht. Danke, dass du trotzdem zu uns gekommen bist. Deine Arbeitszeit ist ja eigentlich eine andere. Stimmt. Also die Vorstellung beginnt um 21 Uhr und bis Mitternacht circa dauert das. Und dann bin ich total aufgeregt, sodass ich erst um 3 in der Früh schlafen kann. Das heißt noch voller Adrenalin wahrscheinlich, oder? Genau. Also jetzt habe ich nur 2 Stunden Schlaf gehabt. Sehr schön. Carmen sage ich schon. Das passt eigentlich. Carmen Belkiner. Wegen meinem Kleid. Das passt eigentlich auch dazu. Ja, Hauptdarstellerin in eben Carmen von Georges Bizet. Berühmte Oper in 4 Akten. Du wirst übermorgen wieder auf der Bühne sein. Ich habe gestern mit einer Kulturredakteurin aus dem Landesstudio gesprochen, die mir gesagt hat, man sieht, dass es schon das 2. Mal hintereinander gespielt wird. Das Ensemble ist perfekt eingestimmt. Fühlt man sich da auch wohler, wenn man schon ein bisschen was kennt von der Location, von den Kollegen? Ja, viel besser. Also ich glaube, wir alle sind viel mehr entspannter als letztes Jahr, weil 2017 war das noch in so einer Aufregungsvorbereitungsphase. Und jetzt wissen wir schon alles. Unser Regisseur Kaspar Holten hat einige Änderungen gemacht, aber die sind nicht wesentlich. Also wir fühlen uns alle sicherer, ja, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch wichtig bei dieser Location, die größte Seebühne der Welt. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem Spielen, dem Singen, dem Auftreten in einem Opernhaus und dieser Bühne? Der größte Unterschied ist, dass ich den Dirigenten nur über Monitor sehe. Also ich habe keinen live sozusagen direkten Sichtkontakt. Und daher ist es ganz wichtig, dass Technik perfekt stimmt. Dass es keine Verspätungen kommen. Und, aber das in Bregenz hier bei der Festspiele ist es fantastisch. Ist es so gut synchronisiert. Ja. Heute warst du wenige Minuten in der Maske. Vor Carmen dauert das ein bisschen länger. Da musst du dramatisch geschminkt werden. Wir haben da einen Zeitraffer, wie das abläuft. Wie lang dauert das insgesamt, was wir da jetzt im Schnelldurchlauf sehen? 1,5 Stunden. Echt? Ja. Vor jeder Aufführung? Ja. Okay, dann werden auch glaube ich, noch Tattoos raufgeschminkt. Da sind sie schon. Richtig, sind das ja. Echte? Nein. Auch Finger? Ja. Nein, das ist nicht echte. Wäre das was für dich? Ja. Ja? Das ist mein Traum, aber meine Familie erlaubt mir das nicht. Okay. Willst du vielleicht der Familie was ausrichten, jetzt um ein Tattoo bitten? Nein, ihr macht schon richtig. Okay. Am Ende von Carmen gibt es eine spektakuläre Szene, eine Ertränkungsszene, bei der fragen sich die Zuschauer heuer alle, wie geht das? Wir haben da ein paar Bilder von Proben. Vielleicht kannst du uns den Trick verraten, wenn man da unter Wasser ist und dann quasi auf der Bühne stirbt. Warum stirbst du nicht wirklich? Wie funktioniert das? Es gibt einen Trick. Ich habe unter meinem Kleid eine Sauerstoffflasche und in eine Blume. Zumindest da bin ich schon im Prozess, genau. Schlauch mit Mundstück ist versteckt in der Blume. Dann ziehe ich den Schlauch, wenn der Tenor mich ins Wasser schmeißt. Und das muss in Sekunden passieren, dass keiner merkt, dass ich das tue. Ja. Und so kann ich 2 Minuten im Wasser atmen. Okay, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir werden heute auch noch darüber sprechen, wie das ist, so eine Szene zu spielen, bei der die Technik natürlich funktionieren muss. Sonst wird es dramatisch. Lena, ja. Vielen Dank für deinen frühen Besuch heute. Danke. Heute Vormittag werden auch in Salzburg die diesjährigen Festspiele eröffnet. Übrigens live zu sehen ab 11 Uhr in ORF 2. Was ist das? Eine Ente? Nein. Ein Blässhuhn? Ein Federfisch?
Man weiß es nicht. Auf alle Fälle schwimmt es im Bodensee. Herzlich willkommen heute in Bregenz. Schön, dass Sie mit uns aufstehen. Wenige hundert Meter von hier entfernt. In diese Richtung, da ist sie, die größte Seebühne der Welt, gehört zu den Bregenzer Festspielen, vor wenigen Tagen eröffnet. Und diese Bühne da drüben ist auch Ihr Arbeitsplatz. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Lena Belkina. Herzlich willkommen, Frau Belkina. Guten Morgen. Ich bin doppelt geblendet im Moment, von innen und der Sonne. Schön haben wir es, oder? Normalerweise sind Sie um die Uhrzeit woanders. Ja, im Bett. Denn Ihre Arbeitszeit beginnt eigentlich, wann, glaube ich, Aufführung, 21.15 Uhr? Um 21.15 Uhr, ja, und ab August sind wir um 21 Uhr. Okay. Lena Belkina ist eine der drei Carmen-Darstellerinnen bei den Bregenzer Festspielen. Diese Bühne da hinten, wir sehen sie jetzt auch in Bildern, das ist schon ein ganz besonderer Arbeitsplatz, oder? Ja, ein einmaliges Arbeitsplatz. Mhm. Wenn jemand auf so einer Freiluftbühne zeigt, dass er gut ist, kann das auch ein Sprungbrett für andere Produktionen sein? Für andere Produktionen, eben in Open-Air-Festivals schon. Aber mit einer normalen Bühne, mit einem Opernhaus, hat das eigentlich wenig Gemeinsames. Ja, ist schon ein großer Unterschied, nehme ich an. Ja, das ist ein sehr großer Unterschied, vor allem wie die Stimme mit Mikrofon klingt. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Frau Belkina, Sie kommen aus der Ukraine, von der Krim ganz genau. Wie gefällt es Ihnen in Österreich? Das ist meine Wahlheimat schon seit 2012. Ich liebe es, in Österreich zu wohnen. Und Sie lieben nicht nur Österreich, sondern Sie lieben auch einen Österreicher, habe ich gehört. Ja. Und heirate bald. Im September, haben Sie uns schon verraten. Ja. Jetzt schon Gratulation. Oh, Sie können den auch in die Kamera halten. Da funkelt etwas. Sie sind stolz drauf, gell? Ja, das sehr. Ist schön. Wow. Ich bin stolz auf meinen künftigen Mann. Bevor es zur Hochzeit geht, gibt es aber noch einige Auftritte da hinten auf der Seebühne. Eine Szene, über die jetzt schon viele sprechen, ist auch schon das eine oder andere Mal in der Zeitung gestanden. Diese Ertränkungsszene. Du wettermäßig. Da hat man geprobt, dass Sie quasi ertränkt werden. Warum musste man das proben? Wir mussten viel proben für diese Szene, weil das ist natürlich nicht ungefährlich ist und benötigt eine hundertprozentige Konzentration. Ja, das musste ich auch machen. Aber letztes Jahr war das ein ganz großer Geheimnis und niemand wusste. Und ich glaube, jeder im Zuschauerraum, im Publikum hatte Angst für die Sängerin. Mhm. Aber wie ist es, diese Szene zu spielen? Man kann sich ja nicht 100% sicher sein, dass es auch funktioniert, oder? Oder kommt es mit dem Aufmachen? Wenn ich diese Szene habe, dann denke ich ganz technisch daran, wie ich einatmen und ausatmen muss. Also ganz wichtig, ausatmen durch die Nase, einatmen durch den Mund und nicht umgekehrt. Lena Belkina, wir werden heute auch noch über andere Engagements sprechen. Am Theater an der Wien sind Sie am Ende dieses Jahres und auch nächstes Jahr. Jetzt mal vielen Dank für Ihren Besuch. 100 Meter von uns entfernt die Seebühne der Bregenzer Seefestspiele. Carmen, um 21.15 Uhr geht's los. Und die Carmen höchstpersönlich ist heute bei uns. Es freut mich sehr, Lena Belkina. Herzlich willkommen. Danke. Frau Belkina, was sind denn für Sie die größten Unterschiede in der Arbeit in einem Opernhaus und auf dieser Bühne da hinten? Auf der Seebühne muss ich ins Mikrofon singen. Das heißt, ich kann meine Stimme so gut anpassen. Ich kann alle Feinheiten zeigen. Und an einem Open House muss ich ganz viel geben. Wirklich eine große Stimme, weil wir dort live arbeiten, keine Verstärkung. Das ist der Unterschied. Ja, und auch den Dirigenten, den sehen Sie, glaube ich, hier nicht direkt. Richtig, den sehe ich nur über den Monitor. Macht es das einfacher, schwerer? Wenn Technik stimmt, dann ist das auch okay. So, okay. Sehr gut. Sie haben, glaube ich, vorgestern gespielt. Morgen geht es dann
wieder los, 21.15 Uhr, in den Tagen dazwischen, in der Zeit dazwischen. Wie schauen Sie da auf sich? Ich denke mir, Stimmschonung ist auch angesagt. Richtig, also ich versuche am nächsten Tag überhaupt so wenig wie möglich sprechen, weil ich möchte meine Stimme schonen. Und dann treibe ich auch ein bisschen Sport. Ich turne gerne und hier gibt es alle Möglichkeiten dafür. Turnen? Also ja. Laufen. Wie muss man sich das... Okay. Und Turnen, was Sie gesagt haben, ist das dann Geräteturnen? Machen Sie Kunststücke oder... Ich mache ein EMS-Fitness. Ah, okay, so Elektrostimulation. Richtig, ja. Okay, ja. Sie haben uns heute schon verraten, Sie kommen aus der Ukraine. Ja. Die Zukunft soll aber in Österreich spielen. Richtig, ja. Das heißt, im September steht etwas Großes an, nicht auf der Seebühne, sondern... Meine Hochzeit. Vorm Altar. Da funkelt schon was. Genau. Ja. Mein Ring, Verlobungsring. Damit Österreicherin ab September. Familie ist aber noch in der Ukraine. Von Bregenz geht es dann weiter Richtung Wien. Was sind noch für Aufträge geplant? Gleich nach der Bregenzer Festspiele bin ich in Wiesbaden, mache ich mein Debüt am Stadttheater Wiesbaden und gleich danach Theater an der Wien mit der Titelrolle. Ich freue mich sehr, in meinem Zuhause zu singen. Mhm. Kommen wir noch einmal zurück auf das, was in den nächsten Wochen hier ansteht, die Bregenzer Seefestspiele. Carmen, eine Oper von Georges Bizet, die Carmen selbst als Charakter, können Sie sich da selber irgendwie wiedererkennen? Auf jeden Fall. Also Carmen ist eine starke Figur, eine starke Frau und ich als Sängerin natürlich muss auch sehr oft stark sein, mich verteidigen, mich durchsetzen und das tut eigentlich die Carmen die ganze Zeit in der Oper, bis zum Tod. Weil Sie gesagt haben, sich durchsetzen, wie umkämpft ist dieser Markt, diese Branche, in der Sie arbeiten? Da will wahrscheinlich jeder in der ersten Reihe stehen, nehme ich an. Ja, natürlich auch in der Kunstszene gibt es sehr viel Konkurrenz und man kann die nur mit Qualität schlagen. Qualität auch, was die Vorbereitung auf so eine Produktion betrifft. Was natürlich auch da mitspielt, das Wetter. Was wäre denn das perfekte Wetter eigentlich, auch auf die Stimme betrifft und den Auftritt? Was wünschen Sie sich? Ich wünsche mir so ein Wetter wie jetzt zum Beispiel. Es ist nicht zu heiß? Nein, am Abend ist nicht zu heiß und es gibt einen wunderschönen Sonnenuntergang, was die 7000 Zuschauer und Zuhörer sehen. Genau so einen Sonnenuntergang wünsche ich Ihnen. Lena Belkiner, vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute für die Bregenzer Festspiele. Dankeschön.